Vor einiger Zeit habe ich mir einen neuen VW Polo konfiguriert. Da ich wohl Meister darin bin, mir die Kanten am Auto zu zerkratzen, sowohl am Kofferraum wie auch beim An- und Aussteigen, dachte ich damals, ich ordere doch gleich ein paar Schutzleisten dazu, wenn sie das schon anbieten. Zusätzlich zu den Sommerreifen habe ich dann eben auch den Satz Winterreifen bestellt. Damals, als ich dann das Auto in Wolfsburg abgeholt habe, musste ich aber feststellen, dass die Schutzleisten dort gar nicht anbringen und dass ich auch die Winterreifen dort nicht kriege, sondern dass das alles nach zum VW-Werk hier vor Ort transportiert wird. Also war irgendwann der Tag gekommen, an dem ich meine Winterreifen abholen wollte und die Personen dort meine Schutzleisten am Auto anbringen wollten. Der Volkswagen-Mitarbeiter und ich, wir hatten dafür einen ausgeklügelten Plan. Ich habe mein Auto am Tag vorher zu VW gebracht und habe an diesem Tag einen Leihwagen bekommen, mit dem ich dann auch nach Köln zur Gamescom gefahren bin. Am nächsten Tag, also nach der Gamescom, bin ich dann durchaus übermüdet nach ungefähr 5 Stunden Schlaf aufgestanden, um den Leihwagen im angegebenen 24-Stunden-Zeitfenster zurückzugeben. Pünktlich kam ich dann also bei VW an und ein Mitarbeiter hat mir mitgeteilt, ich soll mich doch noch etwas im Wartebereich hinsetzen und warten. Es würde auch gar nicht mehr lange dauern, bis ich mein Auto zurückkriege. Also habe ich gewartet und gewartet. Aus 5 Minuten wurden irgendwann 10, aus 10, 15, aus 15, 20. Aber ich dachte, ich gedulde mich noch ein bisschen, denn ich war gegen ca. 12:30 Uhr dort und ich hatte die Vermutung, dass ich wahrscheinlich genau in der Mittagspause dort angekommen bin, als alle anderen Mitarbeiter irgendwo was gegessen haben. Irgendwann wurde mir dann der Schlüssel überreicht und ich bin freudig, aber etwas erschöpft zu meinem Auto gelaufen. Als ich dann dort in das Auto gesehen habe, habe ich gesehen, da sind überhaupt keine Winterreifen im Auto. Und als ich die Hintertür geöffnet habe, ist mir aufgefallen, da sind überhaupt keine Schutzleisten am Auto angebracht. Etwas verwirrt bin ich dann zurück zum Autohaus gelaufen und habe mich gewundert, was die eigentlich da gemacht haben. Denn ich habe eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen, um immer wieder zu erwähnen, dass ich gerne meine Winterreifen im Auto hätte, um sie mit nach Hause zu nehmen. Ich bin also zurück zum Mitarbeiter gelaufen, der selbst etwas verwirrt war, aber meinte, ich soll doch noch mal kurz im Wartebereich Platz nehmen, da wird sich sicherlich gleich jemand drum kümmern. Also habe ich mich geduldet und noch einmal gewartet, wahrscheinlich noch mal ungefähr eine halbe Stunde oder 40 Minuten, bis es dann hieß, so, jetzt ist ihr Auto aber wirklich fertig. In freudiger Erwartung bin ich dann also zum Auto gelaufen und habe tatsächlich die Winterreifen dort vorgefunden. Als ich mich dann auf den Fahrersitz gesetzt hatte und wegfahren wollte, ist mir etwas Schockierendes auf dem Beifahrersitz aufgefallen. Und zwar eine geöffnete Packung mit Schutzfolien inklusive Inhalt. Verwirrt bin ich also erneut zurück zum Mitarbeiter gelaufen, dieses Mal mit Schutzfolienverpackung in der Hand und habe mich so langsam gefragt, ob die mein Auto eigentlich nur über Nacht haben da stehen lassen und es unverändert wieder auf den Parkplatz gestellt haben mit den Worten so, und jetzt können Sie es wieder mitnehmen. Inzwischen war die Situation auch dem Mitarbeiter reichlich unangenehm, aber er meinte, ich soll noch einmal Platz nehmen. So langsam war ich selbst wirklich etwas genervt und habe schon heimlich die versteckte Kamera gesucht, um die Zeit aber sinnvoll zu nutzen und insbesondere die Kosten, die bisher verursacht worden sind, wieder herauszuholen, habe ich versucht, das ganze Wasser und die Apfelsaftflaschen, die ich dort finden konnte, im Wartebereich wegzusüffeln. Denn ich habe mich gefragt, wie viel Wasser und Apfelsaft musste ich wohl bei VW konsumieren, um ungefähr die Fahrtkosten und die Wartezeit in Geld umgerechnet wieder reinzuholen? Während ich dann so auf den Sitzen gewartet habe, habe ich irgendwann auf dem Teppichboden bei VW eine tote Biene entdeckt, die mir sehr leid getan hat.
Also habe ich sie hochgehoben und gedacht, die nehme ich mit nach draußen und lege sie irgendwo auf die Wiese. Das ist wahrscheinlich ein schöneres Verleben, als auf dem Teppichboden irgendwann eingesaugt vom offiziellen Volkswagen-Staubsauger. Irgendwann kam dann der Volkswagen-Mitarbeiter, der ursprünglich mit mir das Auto konfiguriert und diesen Plan mit mir ausgearbeitet hatte, und die Situation konnte sich aufklären. Tatsächlich wurde es einfach nur versäumt, die Winterreifen in mein Auto zu legen, und ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Respektive war ich am richtigen Ort, jedoch zur falschen Zeit dort. Die Schutzfolien, die waren tatsächlich bereits angebracht. Mir wurde nur die Packung mit den restlichen Folien mitgegeben, da im vorderen Bereich des Autos bereits von Werk aus Schutzfolien integriert waren. Nachdem die Situation geklärt war, wollte sich der Volkswagen-Mitarbeiter von mir verabschieden und hielt mir die Hand hin. Leider hatte ich aber in meiner linken Hand die ganze Zeit immer noch die tote Biene, die ich irgendwo in die Wiese schmeißen wollte, wovon keiner etwas wusste. Ich habe dann versucht, diesen Handschlag irgendwie zu erwidern und irgendwie alle Sachen, die ich getragen habe, an anderen Orten zu platzieren. Denn ich konnte natürlich nicht sagen, tut mir leid, meine linke Hand ist leider nicht frei, in dieser befindet sich eine tote Biene, die ich bei euch auf dem Boden gefunden habe in der VW-Halle, und ich möchte nicht, dass ihr sie mit dem offiziellen VW-Staubsauger einsaugt, deswegen habe ich sie hochgehoben, in meine Hand gehalten und würde sie jetzt gerne auf dieser Wiese beerdigen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.